Hey, meine lieben Jungs, willkommen zu einem neuen Vlog. Vielleicht fällt in diesem Hotelzimmer irgendwas auf. Das sieht nämlich genauso aus wie das, was ich mit Julian hatte. Also mit BM zockt. Ich habe sogar eine Säule. Also die ist noch fetter. Ich glaube, die wird jetzt bei jedem Besuch, wo ich komme, fetter. Aber ich feiere so, das Hotelzimmer genauso groß ist. Aber diesmal bin ich natürlich wieder nicht alleine, sondern diesmal ist wieder dabei. Sandra. Und ich bin richtig froh, wieder hier zu sein, das glaubt ihr gar nicht. Wir gehen wahrscheinlich gleich zu Freddy Schilling essen. Ich weiß auch nicht, wie viel ich heute filme, weil ich wieder K.O. bin von der ganzen Zugreise und so und bla 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 bla. Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns einfach später wieder, wenn irgendwas, irgendwo, irgendwie, irgendwarum, was Wichtiges passiert und was Lustiges. Bis dann. Leute, ich finde ja solche Poster echt cool, die man aufhängen kann. Ich finde, die haben auch alle Style, aber ich will dann doch eher sowas wie Heinz Tomatenketchup aufhängen. Ich finde das einfach ein bisschen stylischer, wie sowas wie Assassin's Creed oder sowas oder das da. Ich finde den Heinz Tomatenketchup echt stylischer, muss ich schon sagen. Also zum Glück gibt's den dann, nehme ich auf jeden Fall mit. Wir waren auf jeden Fall gerade einkaufen bei Lush und Vans. Also wir haben noch Spaß am Mediamarkt reingelaufen und haben dann da coole Poster angeguckt. Habt ihr ja gesehen, ich meine, der Tomatenketchup, der war schon geil. Ich habe auf jeden Fall alles. Wir haben auf jeden Fall eine Menge bei Lush gekauft, das heißt, wir machen jetzt, wenn wir im Hotel sind, gleich so einen Haul, Leute. Und dann zeige ich immer, was wir ein bisschen gekauft haben. Aber vorhin werden wir uns wahrscheinlich noch ein bisschen irgendwo hinschillen, die Sonne, weil es ist echt geiles Wetter. Also, ihr müsst euch vorstellen, wir kommen gerade, von unserem Gegend, da ist es, sagen wir mal, 16 Grad, sind wir großzügig. Und hier ist es einfach so 28, das ist so geil einfach. So, wir sind jetzt hier auf der Treppe vom Dom. Die Sonne prallt hier gerade richtig rauf, also deswegen bin ich wahrscheinlich ein bisschen überbelichtet. Aber wir haben uns hier wieder Smoothies geholt. Tradition ist hier, weil wir übersitzen Smoothies holen. Egal mit wem ich hier bin, egal ob mit Julian oder Sandra oder sonst wem, Felix. Immer hier Smoothie holen und chillen. Auf jeden Fall ist mega geiles Wetter. Ich bin gerade richtig froh, da zu sein. Da stehen wir beim ganzen Einkauf, wie gesagt. Den werden wir im Hotelzimmer noch auspacken. Und ich würde sagen, das sehen wir uns dann auch später wieder. Bis dann. So, sind wir jetzt wieder im Hotel und ich habe hier meinen Rucksack und wir packen jetzt einfach mal aus, was ich alles eingekauft habe und da kommt schon mal direkt dieser fette Lush-Duft raus. Bevor wir zum Lush-Duft kommen, einmal mal kurz was vom Vans-Store und zwar habe ich mir ein neues T-Shirt gegönnt. Die hatten nämlich echt mal ein T-Shirt, was ich echt richtig cool fand und zwar ein ziemlich schlichtes, ich mag sowieso diese schlichten T-Shirts einfach mehr und zwar einfach hier so ein Vans-Shirt. Finde ich ziemlich cool. Hier mitgenommen, hatten die sogar meine Größe, fand ich ganz cool, weil es gab noch ein anderes, was ich haben wollte, aber da war das kleinste ein M. Da würde ich zweimal reinpassen, deswegen, nee. Meine Größe ist übrigens S, falls es irgendwie interessiert. So, jetzt kommen wir aber mal zu dem interessanteren, und zwar diese extra dicke, fette Lush-Tüte. Lush ist ja so ein Seifenladen, kann man das so nennen, die machen alles selbst, also alles handgemacht, alles... Hey, bleib so stehen! Alles handgemacht, das ist, ich glaube, 99% vegan und alles. Hör auf, sie umzuschmeißen, du da hinten. Da liegt die jetzt einfach so und denkt einfach, sie kann eine Tüte umschmeißen. Aber ich kann die Kamera auch drehen. Ja, ja, und jetzt bist du dran, jetzt bist du dran. Ganz kurz, ich muss es erwähnen, ich bekomme von Lush übrigens 50 Euro, dass ich das gerade hier vorstelle. Nee, Spaß. Ich mache es einfach nur freiwillig, weil den Laden einfach cool finde. Zuallererst mal, das hier ist eine Seife, also die ist gerade eingepackt. Ich kann die nicht aufmachen, weil die sonst in meinem Koffer dann alles wegseifen würde, weil ich sie wieder mit heimbringe. Aber das ist die Sea Vegetable. Die kann ich euch mal einblenden, falls ich ein Bild von der finde. Falls nicht, ist sie jetzt nicht eingeblendet, aber die riecht mega cool. Das ist halt so eine Handseife. Ist auch das unspektakulärste. Ansonsten habe ich mich hier so ein Duschgel geholt. Das riecht männlich als Fuck, das kann ich jetzt schon sagen. Nach was riecht das? Nach Lavendel, Jasmin und Rosenblüten. Riecht richtig männlich, aber riecht, ey, also ich finde es riecht richtig gut und mir ist eigentlich scheißegal, wie was riecht. Wenn was gut riecht, nehme ich das einfach. Und ansonsten habe ich hier noch so zwei Lush-Dosen. Eine runde, eine viereckige, eine für mich, eine für Sandra. Denn jetzt kommt das Coolste eigentlich. Wir haben hier so Shampoo gekauft. Das ist Shampoo, das kann man sich in die Haare reiben. Das ist so festes Shampoo. Das riecht erstens mal mega cool. Ist gesünder für die Kopfhaut und für die Haare. Und ist tausendmal umweltfreundlicher und ist noch günstiger. Also das Ding da reicht... Also ersetzt 3 bis 4 so normal große Duschdinger von Shampoo, die ihr im Laden kaufen könnt. Also ist schon cool. Das ist Sandra, hier ist das gelbe und meins ist also blaue. Hier, das ist meins, da sind so, da sind Algen drin, Meeressalz, also alles halt natürlich und so. Ist auf jeden Fall mega gesund und mega cool, finde ich richtig cool. Vor allem das Geile ist, es riecht halt auch richtig geil.
Und dann haben wir noch eine klitzekleine Badekugel, die Effekte macht. Angeblich soll das Wasser durch richtig cool gefärbt werden und wie so eine, ja, wie soll ich es nennen, so eine Wassershow werden. Auf jeden Fall, also Effektkugeln, das ist mega cool. Die haben wir noch nicht ausprobiert. Mal gucken, wie die wird. Schauen wir mal. Also ich kann es euch nicht zeigen, aber ich wollte einfach nur sagen, was ich mir angekauft habe. Und da wir jetzt diesen Beauty Haul zu Ende haben, schreibt mal in die Kommentare, ob ich sowas interessiert, wenn ich was kaufe, ob ihr das sehen wollt oder ob ich das einen Scheißdreck interessiert für die Zukunft dann. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns einfach morgen wieder, weil ich total K.O. bin. Wir gehen wahrscheinlich jetzt dann noch essen und dann haue ich mir einfach hin und penn durch, weil ich bin so kaputt und alles. Deswegen, ja. Sehen wir uns einfach dann morgen wieder. Bis dann. So, jetzt haben wir schon den nächsten Tag. Wir sind gerade aufgestanden. Es ist jetzt circa 1 Uhr. Noch fertig machen. Und das Katzencafé ist wieder da. Und da gehen wir jetzt rein. Gerade Essen und Katzencafé, ihr habt es ja gesehen, und wir sind gerade bei diesen Schlössern an der Brücke, der Deutzer Brücke, und suchen jetzt zum ersten Mal, wieder zu zweit, unser Schloss, seitdem wir es aufgehängt haben. Was erwartest du? Rost. Rost? Genau. Es ist zugewachsen, die Jahren. Genau. Voller Blätter, Moos. Es steht nicht mehr Michi und Sandra, es steht jetzt Ichi und Sandra. Das M ist so weggeätzt, von dem sauren Regen, weißt du? Da ist es, hier, gehängt. Ja, ihr seht schon, also ich hab's euch letztes Mal nicht gezeigt, einfach nur ein bisschen Rost hier, aber sonst noch gutes Zustand, leider kein Moos. Ja, ich sag's euch immer wieder, wenn ihr mal hier vorbeikommt, scheiß Zug! Also jetzt, ich sag's euch immer wieder, wenn ihr mal hier vorbeikommt und dieses Schloss hier findet, schickt mal mir auf Twitter oder so ein Foto von, das freut mich immer wieder, das haben ja schon ein paar gemacht. Ich finde das irgendwie cool, mich freut das immer wieder, ich retweet das sogar meistens, ne? Hey, wir sind hier hinten, bitte, uns ist heiß! Die machen da gerade irgendeine Feuerwehrübung, wenn man das irgendwie mit dem Weitwinkel da erkennen kann. Ich zoome mal jetzt ein bisschen ran. So, warte mal kurz. Jetzt ran. Okay, ich weiß nicht, ob man das gut erkennt. Ich zoome mal wieder ein bisschen zurück. So, okay. Schön hier gerade am Rhein und es ist einfach mega cool. Wir haben gerade so ein cooles Insta-Bild gemacht für mich und da liegt irgendein Schlauch. Warum der da liegt, weiß ich nicht. Ansonsten, der Rhein ist einfach so verdammt schön, das kann ich immer wieder sagen. Ansonsten gehen wir jetzt vermutlich back to the hotel und werden dann Longboards holen. Und dann, nachdem wir ein bisschen Trinken eingekauft haben, Longboarden. Deswegen würde ich sagen, wir machen jetzt noch so auf so Abschlussvideos noch so ein bisschen Longboarding. Weil das Video wahrscheinlich schon ein bisschen länger ist. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch gleich wieder, sobald wir unser Longboard haben. Und das Ganze machen mit Musik ein bisschen und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Deswegen viel Spaß. No ghosts inside these lives we made. We both have our past and lighten bets we make. We both found our sons, the warmth we gained from love. But what we had ain't lost, no we don't hold no grudge. Learned a lot about ourselves while we got to know in each other. A chapter inside of stories, now we both write in another. Lucky to have known us, memories to bring up. Some may just be too much, but we'll embrace what was. You got a new man and I know he good. I know because you always know what's good. I got a new girl and she everything. And I'm just happy we both happy after everything. Yeah. Feeling brand new, mess with the idea of us. I'm finally ready for you. I had to center myself before. Ich weiß nicht, ob er es im Video gesehen hat. Ich denke schon, aber ich habe gerade einen Fahrradfahrer zusammengefahren. Ey, ganz ehrlich, wie kann man im Rheinpark gefühlte 80 km/h fahren, so ein Scheiß? Und nicht mal abbremsen, sich entschuldigen. Nee, ja, Front weiter, ey, geil. Aber dafür gebt euch mal, was wir gefunden haben. Gebt euch das mal. Wie geil das hier ist. Durch den Weitwinkel kommen die noch weiter weg. Also die sind vielleicht so jetzt 8 Meter von uns weg, ne? Ja, da sollen wir nochmal wieder sagen, die Innenstadt ist überhaupt nicht grün von Köln. Oder hier überhaupt keine Tiere und alles. Nee, nee.
Leute, nee, nee. Ist alles voll mit Rauch. Ich meine, wir sind gerade in der Innenstadt. Im Rheinpark würde ich noch zur Innenstadt zählen, ne? Also schon wieder im Zentrum. Leute, ich habe jetzt mal diesen Weitwinkel bei mir ausgestellt. Durch ist zwar die Quali etwas schlechter, also vom Bild, aber jetzt sieht es genau aus meiner Perspektive. So weit sind die von mir weg. Wirklich, das ist genau meine Perspektive. Gebt euch das da hinten einfach, wie geil das hier gerade ist. Einfach im Longboarden gesehen. Mega nice. Okay, jetzt haben wir zwar nicht so viel vom Longboarding drin, wegen diesem halben Unfall da hinten. Ich weiß, ich hoffe echt, man sieht das. Das wäre cool, wenn man das sieht. Dann kann ich Titel schreiben, voll fett. Unfall mit Longboard 2.0. Auf jeden Fall haben wir dafür die Gänse mit drin. Und ich würde den Vlog jetzt auch ganz gern beenden, weil es uns ein bisschen zu lang wird. Also schauen wir nochmal die Gänse hier ein bisschen an. Da, der Gänse hat gekannt, was man gerade gesehen hat. Das ist aber mega cool hier. Da sind ja auch noch richtig, richtig viele, wie ihr seht. Und ja, ich würde sagen, lasst ein Like da, wenn euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich sehr drüber freuen. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Vlog wieder. Der kommt, glaube ich, am Sonntag oder so. Müssen wir gucken. Oder halt in dem Video von morgen oder übermorgen. Schauen wir mal. Würde mich freuen, wenn ihr einschaltet. Wie gesagt, falls euch gefallen hat, lasst ein Like da. Ansonsten sehen wir uns in einem nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao, meine lieben Curies.